Hallo meine Damen und Herren, gerade eben kam das neue CSGO-Update mit dem neuen Major an den Start und zwar gibt es jetzt das Stockholm 2021 Major. Die Coin, die man sich holen kann, wenn man sich den Pass holt und ganz viele tolle Sticker, die man bekommen kann, wenn man die ganzen Sachen hier erfüllt und dann dafür, glaube ich, Tokens bekommt. Ich bin das allererste Mal bei der ganzen Sache dabei, ich habe mich dafür noch nie wirklich interessiert, aber Sneasel meinte vorhin, ey, komm schon! Und ja, da ich halt selbst Profi bin, dachte ich mir, guck ich mal rein. Vor allem habe ich jetzt halt die hier im Inventar, ne, schon ziemlich tight. Die meisten von euch werden die Sache eh schon kennen von früheren Majors. Ich bin jetzt das erste Mal dabei. Man kann hier Challenges machen, zum Beispiel hier soll man einfach die Teams picken. Und wenn man dann da gut pickt, kriegt man, hoppala, am Ende dann wohl ein Token bei rum. Solche Sachen hier oder generell diese Challenges werde ich, denke ich, live im Stream machen mit euch zusammen. Dann können wir uns ein bisschen absprechen, worauf geht ihr, worauf gehe ich. Und dann haben wir da vielleicht alle unseren Lucky Pick. Also schön rankommen und mit dabei sein. Einsetzen kann ich sie, glaube ich, noch nicht. Ja, oder? Doch, ja. Mit hinzu kommen die Sticker und Patches, wie man es eben auch kennt. Also Patches sind ja noch gar nicht so lange dabei, aber Sticker ja schon eine ganze Weile. Und da sind dann eben auch so tolle Sachen wie das Ding hier da mit am Start oder was hat Sneasel vorhin aufgemacht? Ich glaube, den hier hat Sneasel vorhin offen gehabt. Da sind schon, also gerade wenn man eben ein Fan ist, richtig leckere Teilchen dabei. Da ich ja noch nicht so deep in der ganzen Sache drin bin, kenne ich mich halt kaum aus und habe vor allem auch kein Lieblingsteam. Also noch kein Lieblingsteam. Ich habe mit Warlin und Co. immer mal wieder, wenn wir was geschaut haben, bei Big mitgefiebert, weil meine Kollegen halt Big-Fans sind oder waren. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ja, Big Way. Aber ob ich mich selbst auch als Big-Fan bezeichnen würde, weiß ich nicht. Es ist schon ein ganz netter Sticker auf jeden Fall. Also vielleicht bin ich ja Big-Fan ab heute. Hm? Welchem Team folgt ihr? Welchem Team folgst du? Was ist dein Lieblingsteam? Und vor allem, hast du von dem Team schon geile Sticker am Start? So von den letzten paar Mates? Oder sagst du, hey, ich steige auch jetzt erst ganz frisch ein? Vom Namen kenne ich natürlich alle oder fast... Maus? Alter, gibt's Mausbots noch? Ich habe das letzte Mal mir angeschaut. Also, ich habe das letzte Mal aktiv tatsächlich im Profi-Counter-Strike-E-Sport geguckt. Da war ich selbst 13 oder sowas. Das war noch zu 1.6 Zeiten. Ne? Da haben wir aktiv, hoppala, auf LAN-Partys und sowas uns Filmchen angeschaut, eben von solchen Spielen. Ne? Das war damals ganz groß. Und so ein paar, also wie zum Beispiel eben Mausbots, die kennt man noch von früher. Das ist ja schon bald 20 Jahre, ja, holy shit. Ja, sind schöne Teile dabei, auch hier die Sharks gefallen mir ganz gut, also vom Design her halt, ne? Das sieht ganz nett aus. Und dann gibt es ja noch Autogramme, aber da kann man gerade noch nicht, das kommt wohl noch, die werden dann erst released. Ja, nette Sache auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das jetzt so läuft. Wie gesagt, für mich das erste Mal. Ich bin gespannt, was ihr so für Lieblingsteams habt. Und falls ihr euch jetzt fragt, was das kostet, ihr könnt ja selbst nachgucken. Also 8,50 für den Pass oder 15,25, um noch 3 Coins mit dabei zu haben. Ziemlich nette Geschichte, Alter. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.